Wundervoll, der Jaroslav hat mir gerade signalisiert, dass wir jetzt loslegen können. Lieber AK1, ich begrüße euch zur heutigen Sitzung, dieses Mal in der Plenarwoche, da das nächste Plenum schon in 2 Wochen auf dieses Plenum folgt. Wir haben ein paar Sachen zu bequatschen. Ich bin gespannt, ob wir auch Anträge haben, aber zuerst mal zum Top 1, zum Organisatorischen. Würde ich gerne von euch wissen, wie wir uns verhalten, wenn der AK1-Mumble-Termin sich nochmal mit dem Themen-Mumble überschneidet. Das war jetzt am letzten Donnerstag der Fall. Ich habe irgendwie kurzer Rücksprache mit ein paar Leuten dann euch ja Bescheid gegeben, dass ich den ausfallen lassen würde, wenn sich kein großer Widerstand dagegen regt, weil eben der Themen-Mumble sich mit unserem Themenbereich vom AK1 auch überschnitten hat. Ja, wie sollen wir damit zukünftig umgehen? Soll ich einen Vorschlag dazu machen? Oder Olaf, bitteschön. Tja, wegen Stetigkeit und Regelmäßigkeit würde ich den Donnerstag völlig zur Disposition stellen, weil das Problem wird eben immer wieder auftauchen. Oder du machst es wirklich ganz knallhart, aber dann ist es eben so, dass du kein wirklich regelmäßiges Treffen hast. Also entweder machst du regelmäßig Konkurrenz mit einem anderen. Eigentlich sage ich jetzt mal in dem Sinne größeren Thema, weil es die ganze Fraktion, weil es eine Sache ist, weil was die Fraktion angeleiert hat und nicht nur ein Ausschnitt aus der Fraktion. Von daher ist der Donnerstag als solches aufgrund dessen eben relativ ungünstig. Weil ausfallen lassen ist auch blöd, weil er nun mal eben an einem Termin gebunden ist, der eine Woche später stattfindet. Also kannst du jetzt schlecht sagen, wir lassen den jetzt ausfallen. Ja klar, kannst du machen, aber ist nicht gerade besonders gut. Und auch mit dieser immer wenn nicht ist, dann ist er. Also ne, immer wenn kein Themenmumble stattfindet, dann lass mal ihn stattfinden und ansonsten nicht. Zeugt jetzt auch nicht gerade von Kontinuität an der Stelle und fände ich auch schlecht. Von daher würde ich einen anderen Tag vorschlagen. Freitag oder Donnerstag. Freitag oder Mittwoch. Freitags ist ja schon der Antrags. Der Lukas möchte auch was sagen. Ich muss ja da reinsprechen. Ich nehme mal ganz bewusst die Extremposition ein, wenn ich mir einfach mal tatsächlich die Beteiligung an diesen AK1-Mumbles anschaue, insbesondere aus Richtung der Basis, wenn ich mir das oder den Output dieser Treffen anschaue, dann würde ich ganz gerne darüber reden, ob wir uns nicht Gedanken über andere partizipative Formen machen wollen, die vielleicht effektiver wären. Ja, brauchen wir dazu nochmal eine AK-Klausur oder sagen wir mal, muss da nicht wieder ein ganzer Tag sein, ein kürzerer Termin oder wie läuft das überhaupt? Also ich glaube schon, dass wir da irgendwie beim AK einiges optimieren könnten. Die Frage ist, wie ist irgendwie die weitere AK-Planung? Wie weit ist denn die Fraktion mit den Themen-AKs? Ich würde sonst sagen, müssten wir echt uns mal über die Organisationsstruktur von dem AK nochmal unterhalten. Jo, Olaf und Daniel und Lukas wollten. Auch wenn ich deine Stellung da völlig verstehen kann, es wird ja trotzdem irgendwo einen Zeitpunkt geben, wo wir uns absprechen müssen. Und von daher finde ich es nicht falsch, das im AK selbst für nur 2 Leute zu machen. Einfach, weil wir uns sowieso irgendwo mal absprechen müssen, wie stehen wir grob zu Anträgen. Da ein Meinungsbild irgendwo auch von anderen einholen, wenn das jetzt gerade ja, weil das sind ja alles, die an dem Donnerstag besprochen sind, sind ja dann immer die, die wir von den anderen auch zum Teil haben. Wo es eigentlich gar keine Meinung bis dato unter Umständen in der Fraktion oder auch in der Partei zu gibt. Von daher finde ich es dann schon gut, dieses Teil weiterhin im Mumble laufen zu lassen, weil es auch nicht wehtut, weil die Absprache muss eh stattfinden. Oder fände ich sehr gut, sie muss nicht stattfinden, weil jeder ist für seinen Arbeitsbereich selber verantwortlich, aber ich fände es trotzdem gut, wenn sie stattfinden kann. Und dann fände ich Mumble den richtigen Ort.
weil es melden sich weniger aus der Basis zu Wort, da hast du recht. Irgendwie habe ich da auch immer das Gefühl, dass die ein unheimliches Hemmnis haben, sobald da irgendwie ein MDL irgendwie mit im Raum ist. Aber die Chance besteht, wenn es. Ja, also im Großen und Ganzen auch das, was Olaf sagt, die Besprechung muss sowieso irgendwie stattfinden. Ich fände es gut, dass wir die möglichst so gestalten, dass eben die Basis zumindest die Möglichkeit hat, daran irgendwie teilzuhaben. Das können wir nicht, wenn wir die hier so wie jetzt im Prinzip zu irgendeiner Tagsüberzeit hier im Landtag machen und so weiter und so fort und unter uns bleiben. Ich glaube, dass wir längst nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Wir haben den AK nie wirklich umfangreich beworben. Also der ist dann zwar mal über Twitter gegangen und Andrea hat sich große Mühe gegeben, das dann auch auf die Mailingliste und so weiter zu schmeißen. Aber da hängt halt viel irgendwie hinten dran, wo wir eine gewisse Zuverlässigkeit liefern müssen. Das betrifft in erster Linie uns MDL, wo viele von uns dann eben nicht regelmäßig bei den Terminen waren. Ich glaube, das betrifft uns alle in irgendeiner Form. Also für uns muss der Termin an sich eine gewisse Priorität haben. Wir müssen den stärker bewerben. Dass der Termin irgendwie in der Fraktion nicht so präsent ist, zeigt ja alleine, dass wir jetzt zeitgleich diesen Themenmumble veranstalten. Wenn unser AK-Termin so präsent gewesen wäre, dann hätte irgendjemand festgestellt und gesagt, Donnerstagsabend ist irgendwie schlecht für so einen Themenabend. Hat aber irgendwie keiner so recht. Also war mehr oder weniger egal. Unterm Strich, wir müssen dem Themenabend, also einer von beiden Terminen sollte verlegt werden. Der Themenabend ist der größere Termin. Den jetzt direkt wieder zu verlegen, fände ich falsch. Ich würde vorschlagen, dass wir tatsächlich noch mal irgendwie so eine Halbtagesklausur machen und uns über diese Dinge unterhalten, dass wir uns einen neuen Termin ausdenken. Es bleibt im Prinzip dann nur der Mittwoch und der Freitag, wenn es bei der gleichen Ausrichtung bleiben soll, dass wir die Anträge der anderen Fraktionen besprechen wollen. Und da kann ich mein Plädoyer schon sagen, das wird dann wahrscheinlich in Richtung Mittwoch laufen, weil freitags finde ich auch irgendwie eher blöd, auch für die Mitarbeiter eher blöd. Toso und Sebastian wollten was sagen. Sebastian war zuerst. Ich war zuerst? Gut, was auch immer. So gesehen, aber Dankeschön. Ich würde mich nie vor dich fordern. Niemals. Würde ich dir auch nicht empfehlen. Nein, ich wollte eigentlich dem zustimmen, was Daniel gerade gesagt hatte. Nochmal eine halbtägige Klausurtagung im Januar. Hinzu sollten wir im Voraus herausgefunden haben, wie die AK-Situation sich in der Fraktion insgesamt eben entwickelt und das dann sozusagen mit in unsere Überlegungen aufnehmen. Und ansonsten, ja, ist, glaube ich, alles gesagt. Nur noch nicht von jedem. Ich mag keine Klausurtagung. Da kommt selten was Sinnvolles bei rum. Von daher, denke ich, können wir uns einen Termin auch so aus der Rippen schneiden. Ich glaube, wir sollten den Termin beibehalten, also nicht den Termin, sondern grundsätzlich einen Termin zur Absprache und gerne auch öffentlich. Aber brauchen wir dafür vorher eine Klausurtagung? Sehe ich irgendwie nicht. Maximal ein Doodle. Nico. Ja, jetzt war Mittwoch und Freitag angedacht, weil Donnerstag ja eben nicht funktioniert und Montag, Dienstag aus anderen Gründen nicht. Und Freitag fände ich jetzt eben auch nicht so sinnvoll. Dann können wir uns sogar, Thorsten, das Doodle sparen, glaube ich. Oder wir doodeln halt jetzt gerade mit uns mal eine Minute. Dann kommt wahrscheinlich der Mittwoch raus. Also Vorschlag, eine Stunde vorm Themenmumble steht jetzt auch noch zur Disposition. Doso. Ich habe Donnerstag regelmäßig Ausschüsse hier. Dann kann ich mich entscheiden, ob ich nachts um eins nach Hause komme oder ob ich meine Ausschüsse dann nachmittags frühzeitig verlassen darf. Ja, wobei es mal eine Stunde ist, also 15:30 Uhr.
Ja, und dann darf ich dann halt noch 2 Stunden durch die Nacht fahren. Danke. Möchte ich nicht. Ich möchte nach Hause. Das ist Wumpe. Weiß ich, ich habe nie aufgepasst. Ich bin noch tatsächlich, glaube ich, sehr schnell. Auf gar keinen Fall zeitlich noch vorverlegen auf den Donnerstag. Das, was Toso gesagt hat, ich finde schon 19 Uhr zu früh, auch für den Themenabend viel zu früh. Ich war jetzt Donnerstag selber nicht im Mumble, habe mir aber sagen lassen, dass mit der Zeit im Prinzip die Nutzerzahl einfach auch wieder gestiegen ist. Also jetzt am Donnerstag und davor beim Themenabend auch schon. Also eine akzeptable Nutzerzahl war wohl erst so, ich sag mal, ab 20 Uhr irgendwie oder vielleicht auch ab 7:30, lass mich jetzt nicht genau auf eine Minute festlegen. Ich finde es dann einfach auch schade, wenn wir uns dann irgendwie die Zeit dafür nehmen und dann sind irgendwie dann halt nur 3, 5 Leute oder was weiß ich nicht irgendwie im Ambel. Also wir müssen es eigentlich möglichst spät machen. 19 Uhr ist wirklich schon das Allerfrühste, was irgendwie geht. Mein Plädoyer wäre sogar, das tatsächlich ab 20 Uhr laufen zu lassen. Aber, Nico, ich verstehe das, dass es mit Mitarbeitern dann halt schon scheiße ist. Funktioniert so nicht. Deswegen ist 19 Uhr, glaube ich, ein Kompromiss, den wir gehen können. Ja, nee, hattest du völlig recht, ab 19 Uhr. Deswegen wurde ja sogar schon vom Themenmumble, von der ersten Runde, die lief, wurde ja schon vom Publikum gewünscht, dass das, was am Ende des Themenmumbles läuft oder gelaufen ist beim ersten Mal, also so einen, sage ich jetzt mal, sehr subjektiven Eindruck von dem, was zurzeit in der Fraktion was zurzeit hier im Landtag abgeht, einen kurzen Bericht zu geben, wurde diesmal auch extra genau aus dem Grund vorverlegt. Also da 19 Uhr ist wohl wirklich so die Zeit, wo die Leute wirklich anfangen können, reinzutrudeln. Das ist wirklich so. Und selbst da ist noch nicht wirklich um 19 Uhr noch nicht garantiert, dass die Leute wirklich da sind. Von daher, aufgrund des Kompromisses mit den Arbeitnehmern, wenn die sich da auf 19 Uhr einlassen können, ja. Die Sache mit dem Mittwoch hat noch eine Frage offen. Und zwar, es stand ja auch im Raum, ob wir eventuell ein ganz anderes Format wählen. Also was ganz, ganz anderes machen in der Stunde, wo wir uns da absprechen. Dass wir das vielleicht nicht mehr unbedingt an die folgende Plenarwoche koppeln, dass wir da eventuell andere Sachen besprechen. Und das war, wenn ich das richtig verstanden habe, die Idee für dieses Seminar, für die Klausurtagung. Also gar nicht jetzt, wann sollen wir das Datum holen? Ich meine, gut, das können wir sofort machen, sondern das war die Frage, wollen wir das Format beibehalten oder wollen wir ein anderes Format machen? Und dafür wäre es jetzt so, zumindest ob ich es jetzt Klausurtagung nenne oder ob ich es 2-3-stündiges Treffen bequatschen nenne, ist mir da an der Stelle relativ egal. Das müsste man machen. Wenn jetzt allerdings hier natürlich die vorherrschende Meinung ist, nee, das Format sollte erstmal beibehalten werden, ja gut, dann bleibt es wohl irgendwo nur der Mittwoch 19 Uhr. Sehe ich zumindest auch so, weil ich auch den Freitag äußerst ungünstig finde. Von daher könnte man das ja vielleicht einfach mal abfragen. Wie ist denn das Meinungsbild dazu? Soll man das Format so beibehalten oder soll man das Format ändern? Also positiv gefragt, soll das Format erstmal so beibehalten werden, dass wir uns das AK1-Mammel eine Woche vor der Plenumswoche stattfindet und wir die Anträge der anderen Fraktionen besprechen? Oder wollen wir was daran ändern an diesem Format? Das wäre jetzt eigentlich so die Sache, ob die Klausur überhaupt einen Sinn macht oder nicht, oder wie man es auch immer nennen wollen. Das mit der Oder-Frage im Meinungsbild ist ja immer schwierig. Aber Sebastian wollte schon was sagen, sorry. Genau, bevor du angesetzt hattest zu deinem zweiten Beitrag, hatte ich schon die Frage stellen wollen, wie dann denn die Ergebnisse der sozusagen Besprechung auf Fraktionsebene, wie Arbeitskreise in Zukunft weiter existieren und arbeiten sollen, eingebaut werden sollen, wenn wir nur den Termin verlegen. Also das wäre nochmal ein zusätzlicher Aspekt, der sozusagen so oder so dann in unsere Arbeit mit einfließen wird, also wenn da irgendwann mal ein Beschluss kommt oder so. Dann ist natürlich die Frage, ob eine Klausurtagung im Januar dann Sinn macht, wenn das noch weiter Zeit braucht, bis ihr da sozusagen zu einem Ergebnis kommt. Und dann müssten wir am Ende im April nochmal eine Klausurtagung machen.
Also das ist sozusagen so ein bisschen die Frage. Ne? Das hört sich für mich jetzt so ein bisschen an wie ein Plädoyer, erstmal so weitermachen, gucken, was die anderen, ob bei den anderen was kommt. Wenn wir das dann mit bei uns einbauen müssen, dass wir dann uns nochmal über das Format Gedanken machen und nicht jetzt über das Format Gedanken machen, um uns in ein paar Wochen unter Umständen nochmal Gedanken machen zu müssen. So könnte ich mich völlig anschließen. Okay, also ich nehme wahr, dass wir eine Planung oder mögliche Umstrukturierung von dem AK erst vornehmen, wenn klar ist, wie sich die Fraktion insgesamt zu den Arbeitskreisen verhält oder wie sich die Arbeitskreise weiterentwickeln. Und dass wir jetzt irgendwie uns erstmal also um den Termin von dem Themenmumble kümmern. Oder Toso wollte noch irgendwas sagen? Ja, Lukas hatte das ja aufgebracht und ich hätte da eigentlich gerne noch die Rückfrage gehabt, ob dir von einer Formatänderung da schon was Konkretes vorgeschwebt hat. Okay. Nö, ich bin also ein bisschen ratlos. Ich bin mir auch nicht sicher, ob tatsächlich diese Mumble-Beteiligungsformate auch ein Instrument sind, welches halt eben Aufwand und Output in einem angemessenen Verhältnis zueinander haben. Aber ich habe auch keine besseren Vorschläge. So, aber generell sollten wir uns ja das Experimentieren nicht nehmen lassen und da offen für Neues sein. Okay, wenn wir jetzt erstmal keinen Organisations- oder Klausurtermin haben, ist es ja dann irgendwie jetzt zu klären, was machen wir mit dem Mumble-Termin? Und würden das irgendwie von der Struktur her und von der Organisation erstmal so beibehalten. Und dann hat sich, wie Nico schon sagte, der Mittwoch rauskristallisiert. Olaf möchte noch was sagen? Eine Frage noch. Ist es für dieses Jahr noch notwendig, das zu ändern? Also beißt sich das nächstes Mal oder beißt sich das nicht? Weil der andere findet ja nur 14-tägig statt, der Termin, mit dem sich das beißt, also die Fraktionsthemenabend. Wenn sich es nicht beißt, dann würde ich es einfach für dieses Jahr noch durchziehen und dann würde ich auch jetzt schon sagen, ab nächstes Jahr dann mittwochs. Das ist aber nur, wenn es sich dieses Jahr nicht beißt. Wenn es sich dieses Jahr schon beißt im Dezember, dann geht es natürlich nicht. Also ich spreche einfach mal hier rein. Ja, nach das. Meinen ersten mathematischen Hochrechnungen, die ich gerade vorgenommen habe, dürfte sich, ja, das wird schwierig, das zu verifizieren, dürfte sich das überschneiden. Also beides müsste eigentlich am 11. sein. Okay, dann wissen wir es auch schon. Also AK1 Mumble ist am 11., am 11.12. Und das müsste ja die 14 Tage sind dann auch wieder rum für ein Thema. Das heißt, genau. Also würde aus dem 11. Dezember der 10. Dezember werden für den AK1-Mammel. Das ist kein idealer Termin. Ja gut. Es kann nicht für jeden ideal sein, aber sag mal, richtig. Was du da... Gut, wir haben jetzt eine gute Ausrede, Thorsten und ich, aber, ja, wir haben eine sehr gute, aber grundsätzlich müssen wir es halt jetzt so machen. Gleichwohl ist jetzt eben festgeklopft worden, dass... Ja. Achso, warte. Dass die Fraktion jetzt endgültig einlädt für den 10.12. 18 Uhr hier in den Landtag für ein kleines Treffen mit den Kommunalpiraten, die sich jetzt kurzfristig einrichten können, hier an dem Treffen teilzunehmen am 10.12. Die Mail dazu geht gleich noch raus. Gut. Noch mal eine Frage. Daniel. Bevor wir das auf den Mittwoch festzurren, ich habe zwar eben gesagt, jetzt irgendwie diesen Themenabend noch mal zu verändern, zu verschieben, wäre irgendwie blöd. Gleichwohl diesen Themenabend vielleicht eine Stunde nach hinten zu verlegen auf 20 Uhr, dürfte... Dann nein? Der ist deswegen auch dort gewählt. Wegen Vorstandssitzung und so weiter, ja, ist klar. Da ist auch deswegen viele Leute, da habe ich nicht dran gedacht, vergiss meinen Einwand. Ja. Geht um 20, 30 Alles klar, habe ich nicht dran gedacht.
Okay, also wir verschieben den AK1-Mumble auf den Mittwoch irgendwie jetzt erstmal nachhaltig, das heißt für nächstes Jahr auch erstmal. Aber jetzt erstmal für den 10. Dezember. Und dann warten wir ab, was mit den AK-Terminen passiert und treffen uns nochmal zu Orga. Noch Einwände? Ja. Also den 10. Dezember kann ich komplett nur ablehnen. Das macht überhaupt keinen Sinn an der Stelle. Dann macht es, glaube ich, viel mehr Sinn zu sagen, wir lassen es mal für den Dezember wegen zu viel Terminbla. Weil wir am 10. Dezember die Kommunalen hierhin einladen möchten und wir möchten ganz gerne eigentlich die gesamte Fraktion vorstellen oder zumindest große Teile. Und wenn man dann selber das in der Hand hat, gleichzeitig einen Termin zu setzen, ist das halt dumm, das zu tun. Also wir werden das schon so machen, aber ist halt doof. Eine Frage, die eigentlich möglich wäre, schwirrt mir jetzt gerade ein, weil die hat was mit dieser halben Stunde zu tun, die Leute sowieso zu spät kommen und somit eigentlich das Thema des, ja, wie soll man sagen, das Thema des Themenmammels beginnt um 19.30 Uhr. Davor ist, wie gesagt, jetzt das, was ans Ende gelegt werden sollte, ist jetzt an den Anfang gelegt worden. Einfach Impressionen aus der Fraktion nenne ich das jetzt mal, weil das auch nicht golddoll geplant ist oder so. Ob man da eventuell ausnahmsweise eben genau wegen diesem Umstand diese halbe Stunde bekommen kann. Gegenfrage, wissen wir denn schon, wer beim nächsten Themen-Mumble sein Thema dort bespricht? Und was das für ein Thema wäre? Also, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen kann, sind wir jetzt irgendwie zu dem Punkt gekommen, dass wir versuchen, an dem Themenmumble uns eine halbe Stunde davor abzuzwacken und da unseren AK1-Themenmumble abzuhalten, in Absprache mit Mensch, wer auch immer, den Themenmumble führen. Ich hätte noch mal einen ganz anderen Vorschlag. Wir haben jetzt nur Mittwoch, Donnerstag, Freitag überlegt. Wie wäre es denn mit dem Montag vor sozusagen der Fraktionssitzung, in dem dann endgültig abgestimmt werden soll? Also über das sozusagen Abstimmungsverhalten. Dort hätte man auch noch einen Slot an dem Montagabend, an dem 15. Und dann wäre Dienstag die Fraktionssitzung, Mittwoch und Donnerstag Plenum. Dann bräuchte man sich jetzt nicht im Konflikt aussetzen, da mit einer halben Stunde abzwacken, die wir uns jetzt so überlegen, aber die vielleicht andere dann wieder nicht so toll und noch so optimal finden. Das wäre der 15. Und ich meine, wenn wir ehrlich sind, dann, wie Lukas schon sagte, der Output von diesem Themenmumble war jetzt die letzten 3-4 Mal, also nicht so, dass wir da etwas für unsere Arbeit nutzen konnten. Und da muss man sich jetzt auch nichts irgendwie vormachen, da ist halt so eine Veranstaltung viel, viel wichtiger und da braucht man sich jetzt auch nicht großartig den Kopf zerbrechen eigentlich. Also ich finde den Vorschlag gut. Vielleicht ist sogar der Montag in der Plenarwoche ein durchaus denkbarer Termin für die Zukunft. Wir hätten dann noch die Fristen für Eilanträge, aktuelle Stunden und so weiter durch, wissen dann tatsächlich eigentlich alles, was irgendwie in der Plenarwoche dann vorkommt. Ich jetzt gerade auch noch mal drüber nachdenke, der vorhin genannte Mittwoch ist halt auch schon sehr früh. Also wir haben dann zwar gerade mal so die Anträge. Ich aus meiner Erfahrung weiß, dass ich mich
dann meist zumindest noch nicht intensiver mit den Anträgen beschäftigt habe. Also intensiver, das heißt mehr als Überschrift und vielleicht Forderungspunkte oder sowas mal reingeguckt. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht, aber mir käme das sogar eigentlich ganz, ganz gelegen. Ja, ich finde den Vorschlag, den Montag in der Plenarwoche zu nehmen, auch nicht verkehrt. Kann ich mich durchaus mit einrichten. Ich sehe auch irgendwie nicht so wirklich Widerstand dagegen. Ja, ist gut. Lukas ist so ein bisschen indifferent. Ja. Genau. Dann noch eine weitere Frage. Soll ich das jetzt erstmal nur für diesen Dezember jetzt so lassen, dass wir den Montag nehmen und dann das nochmal abfragen? Ich würde dann auch die Termine für das nächste Jahr für den AK1 irgendwann rumschicken wollen müssen. Also erstmal die Mumble-Termine weglassen für nächstes Jahr und nur die... Lass uns heute den Montag mal ausprobieren, ist sogar nicht schlimm. Auch generell für nächstes Jahr würdest du das machen? Nee, ich würde den jetzt einfach singulär halt mal ausprobieren und dann können wir ja vielleicht ein bisschen Erfahrung daraus ziehen, wie das für uns gelaufen ist, wie das vom Besuch her war und dann erst die Entscheidung treffen, ob wir das nicht ins Auge fassen, grundsätzlich auch am Montag zu machen. Nee, ist ja wundervoll. Ich finde das auch ganz gut, da ja jetzt Simone und Birgit nicht hier sind. Wer weiß, was die zu dem Montag sagen. Vielleicht haben die da immer irgendeinen wichtigen anderen Termin. Dann würde ich das jetzt ankündigen und Simone und Birgit da noch fragen, wie sie zu dem Montag stehen. Und dann entscheiden wir das danach. Und dann kommen wir jetzt endlich zu Tagesordnungspunkt 2. Unsere Anträge bzw. kommendes Plenum. Noch leichtes Gemurmeln. Ist ja Mumble, ne? Okay, ja, kommendes Plenum. 2. Dezember-Plenum steht ins Haus. Haben wir Anträge? Es geht ums Geld. Ja, wenn sich dazu keiner zu Wort meldet, dann haben wir halt bei dem Tagesordnungspunkt nichts. Gibt es noch gibt's andere Dinge, die ihr noch besprechen wollt? Olaf. Gesundheitsthemen, da würde ich einfach gerne mal eure Meinung hören. Und zwar einfach nach der Sache jetzt nicht, was ist schön, was wünschen wir uns, dann würde ich alles machen, sondern wirklich einfach mal eure Meinung von der Prioritätenliste hören, von dem, was man da machen kann. Es gibt zwei Sachen, über die falle ich immer wieder, seit ich hier bin. Das ist einmal das Thema MRSE bzw. MRSA. Das ist auch jetzt am Wochenende wieder ziemlich hochgeploppt. Ich schätze mal, dass... Ich habe jetzt bis jetzt noch nicht, deswegen wirst du jetzt einfach ein paar Gedanken auch mitkriegen, die ich dir jetzt noch nicht mitgeteilt habe. Da ist ja wohl jetzt wirklich am Wochenende wieder was passiert, da wird es auf jeden Fall wohl eine Anfrage von uns im Ausschuss zu geben, was das Ministerium jetzt dazu meint. Zweiter Punkt, der mir immer wieder kommt, ist Psychopharmaka und Kinder, ganz bewusst Kinder. Hauptthema da ist eigentlich Selbstmordrate von Kindern, die mit Psychopharmaka behandelt worden sind. Und das Dritte ist, dass man in Nordrhein-Westfalen, wenn man eine Allergietherapie macht, keine Kohle dafür bekommt von irgendjemandem. Irgendwie. Das ist hier nicht im Krankenkassenkatalog irgendwie enthalten. Ich nehme mal an, das ist in Hamburg, so genau habe ich jetzt noch nicht geguckt, müsste in Hamburg aber dasselbe sein, weil es dieselbe Krankenkasse ist. Zumindest die AOK zahlt das nicht. Wie es die anderen Krankenkassen hier machen, weiß ich nicht. Da wäre einfach wirklich einfach mal die Frage, wie es eure, was ihr meint, was uns am meisten bringen könnte, ob man damit wirklich was machen sollte. Also ich kann mich nicht auf alle drei Themenbereiche völlig
ja, wie soll ich sagen, mit dem den Themen angemessener Zeit widmen. Ich kann mir da jetzt eins von rausgreifen, beziehungsweise ich würde gerne Prioritätenliste für mich machen, 1, 2, 3 und die auch demnach immer, wenn es eng wird, wird 3 runterfallen. Wird 3 einfach nicht bespielt und würde ich dann einfach ansonsten bei 1 und 2 bleiben. Ja, das finde ich ganz richtig, dass man da halt Prioritäten setzt für die eigenen Fachbereiche. Du hast ja nach der Einschätzung gefragt. Ich versuche das jetzt einfach mal. Also ich hatte ja in meinem früheren Leben durchaus sehr viele Berührungspunkte mit MSA und anderen irgendwie multiresistenten Keimen. Ich hatte damals ein bisschen das Gefühl, wenn ich das jetzt vergleiche, das ist gar nicht so ein Riesenaufreger-Thema in den Pflegeeinrichtungen, Kliniken, Rettungsdiensten. Das ist eher so ein Medienthema, ne? Weil irgendwie resistente Keime, und das kann man super Artikel drüber schreiben. Ich glaube halt eher, dass es wirklich so ein Aufreger-Thema in den Medien, in den Einrichtungen eher nicht so. Die gibt es, man kann die gut managen, die Leute, die halt irgendwie einen Umgang damit gelernt haben und wissen, worauf es zu achten ist, haben schon seit Jahren die Abläufe verinnerlicht und so weiter. Und das Problem ist eigentlich, das ist ja nur die Ursache, nee Quatsch, das ist ja die Folge eben von verfehlter Antibiotika-Politik. Das ist ja eigentlich so das Grundthema. Aber da kommst du, glaube ich, auf Landesebene nicht weit mit diesem Thema. Dann ein anderes Thema, was du hattest mit dem Psychopharmaka mit Kindern, ist natürlich ein sehr emotionales Thema. Ne? Grundsätzlich alles mit Kindern ist irgendwie emotional. Es ist recht, wenn es dann halt auch eben um irgendwie Medikamente und irgendwie infolgedessen irgendwie Suizide führt. Ich glaube, das ist aber, weil du so gefragt hast, eher ein Thema, welches jetzt nicht so eine breite Masse von Menschen trifft. Ich glaube, das ist ein Thema, aber ein sehr, sehr starkes Nischenthema. Die Leute, die es trifft, die sind natürlich sehr stark irgendwie damit gebunden. Aber es ist tatsächlich eher, glaube ich, meiner Einschätzung nach, ein kleines Thema. Mit den Allergien, genau. Das habe ich auch schon mal gehört. Irgendwie NRW ist da irgendwie so eines der wenigen Länder, wenn nicht sogar das Land, welches eben angeblich das Land. Genau. Ich könnte mir vorstellen, dass das vom Arbeitsaufwand her nicht so ein Riesending wird, dass man da irgendwie mit Anfragen, also kleinen Anfragen oder Berichten im Ausschuss, wenn man das Thema auf die politische Ebene bringt, dass sich da vielleicht von selbst was bewegt, sodass man da selber jetzt nicht so ein Riesenarbeitspensum hätte. Ansonsten glaube ich, dass halt unsere politische Nische im Gesundheitsbereich könnte tatsächlich so halt eben der Bereich Pflege, Altenpflege, Krankenpflege sein und die Zustände dort. Aber ich glaube, da bist du ja wesentlich tiefer im Thema drin als ich. Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, dass sich da auch eine Art Organisation, Institutionalisierung irgendwie vollführt, dass sich die Menschen anfangen zu organisieren, dass sie allerdings keine politische Lobby haben. Sie haben wenig politische Ansprechpartner, beziehungsweise sind mit denen, die bisher da waren, irgendwie sehr unzufrieden. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wenn man da mittel- bis langfristig Arbeit reinsteckt, und du hast damit ja auch schon angefangen, habe ich gesehen, dass man da auch tatsächlich als ernstzunehmender Ansprechpartner und Interessensvertreter irgendwie sich etablieren kann, ist natürlich ein längerer Prozess, den es da braucht. Das ist aber so meine Einschätzung. Erstmal vielen Dank, deckt sich mit vielem, was ich habe. Es sind jetzt neue Impressionen, wir brauchen jetzt auch nicht in die Diskussion zu gehen oder so. Genau das war es erstmal so. Ich hätte jetzt zum Beispiel allerdings, kann ich genauso sagen, gar nicht mal so viel in der Allergie gesehen. Allerdings gerade zum Beispiel, wo du sagst, ja stimmt, das könnte sein, dass ich ja nur 2, 3 kleine Anfragen machen muss und das Ding schon selber läuft, je nachdem. Weil das ist ein bisschen wirklich ein relativ katastrophaler. Ich habe jetzt die ersten Kontakte auch mit
Ärzten, die sich in dem Bereich bewegen, und es muss wohl ziemlich beschissen sein hier in Nordrhein-Westfalen. Ja, ich meine, wenn du das Thema angehst, du kannst ja eigentlich ganz schön zwei Zielgruppen isolieren. Nämlich einmal die Allergiker, ja, und einmal die Allergologen. So. Ne? Beide Zielgruppen sind durchaus interessant, insbesondere bei den Allergikern, das sind ja relativ viele. Für die ist das wahrscheinlich ein Erregerthema. Ich bin jetzt irgendwie zum Glück von keiner Allergie irgendwie betroffen. Insofern weiß ich das nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass man da in den Allergikern-Facebook-Gruppen Zustimmung ernten kann. Das kann ich zum Beispiel genau daher kommt. Ich bin emotional überhaupt nicht mit dem Thema Allergie. Ich kenne keinen, der wirklich groß unter Allergien leidet. Ja, ganze Family. Wir haben da auch toi, 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 alles gut. So, ne? Aber dann ist natürlich auch so, dass man natürlich dadurch eventuell einem Thema nicht ganz so nah ist oder beziehungsweise nicht immer unbedingt die Dramatik mitkriegt, wenn ein Thema aufploppt. Ja, dann vielleicht noch eine kurze fachliche Einschätzung auch. Ich meine, die ersten zwei Themen, die du genannt hast, die haben wir ja auch sehr intensiv auch schon bearbeitet, ob das jetzt MRSA oder MRE oder VBE eben wäre. Da kommen wir ja auch an irgendeiner Stelle auch nicht weiter, wobei wir da relativ intensiven Austausch auch mit dem RKI haben, die uns da ja auch in der Arbeit bestätigen. Bei jetzt dem Psychopharmaka-Einsatz von Kindern und Jugendlichen sind wir ja auch mit den Verbänden in Kontakt. Das ist ja dann aber auch, wie Lukas sagt, ein Nischenthema. So auch selbst der Verband ist ja eher so ein Nischenverband. Und bei der dritten Geschichte, ich bin selber Allergiker, würde mich auch interessieren. Da kann ich jetzt also ich kenne den Maßnahmenkatalog jetzt nicht auswendig, aber würde ich auf jeden Fall mich mal mit auseinandersetzen. Und dann könnten wir da mal in die Richtung gehen. Genau, ansonsten das, was Lukas gesagt hat. Und Cannabis natürlich immer auch mit immer, ne? auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Ja, prima. Wenn ihr sonst nichts habt, würde ich sagen, vielen Dank für eure Anwesenheit im AK1. Wir sehen uns dann erstmal am 15. Dezember, Montag, 19 Uhr wieder zum AK1-Mammel zur Vorbesprechung des dann herannahenden Plenums. Genau, Tose sagt gerade, wir hören uns, wir sehen uns nicht. Ja, danke, adios.